Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rennet Monday. Wir sind immer noch hier im, ja, ich sag's einfach wie es ist, im Knast. Aber nicht mehr lange, hoffe ich. Weil ich habe so die ein oder andere Idee mir ausgemacht. Augenblick mal ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz. So. Ich habe im Moment eine Webcam als Mikro angeschlossen, Leute. Das tut mir auch leid, dass dann vielleicht mal der ein oder andere Tonfehler kommt. Vielleicht. Weiß ja nicht. Auf jeden Fall wollte ich gesagt haben, ich habe mir das ein oder andere einfallen lassen, während ich so den Tag verstreichen ließ. Ich wollte eigentlich zwei Aufnahmen machen an den Tag, aber mach jetzt erst die Aufnahme. Und unter anderem will ich mal mit dem Becher den Schnaps da. Das hat funktioniert. Alles klar. Danke, Karl, für deinen Schnaps. Jetzt mache ich das, was ich nicht machen wollte. Ah, jetzt ist sie voll mit üblem Fusel. Kann ich dafür das? Ist das nicht. Wie aggressiv. Dafür ist das nicht. Keine Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Oh, okay. Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Gut, weil ich habe nämlich mal überlegt, überall sind fehlen Bezüge und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen Bezug mitnehmen, dachte ich. Bettbezug oder Kissenbezug, wie auch immer. Und anscheinend geht das auch. Finde ich auch gut. So. Sehr viel besser. Um einiges. Übrigens habe ich immer noch nicht hingekriegt, das Format anzupassen. Heißt, es tut mir immer noch nach wie vor herzlich leid, wenn ich lieber nicht. Das irgendwie anders machen lieber kann, aber jetzt nicht herausfinde. Es wird nicht. Lieber nicht. Wenn du da. Dafür. Ist das nicht. Das behalte ich lieber. Okay. Ich hör aber mal mit denen. Entschuldige. Treib's nicht zu weit. Weil da hatte ich auch noch eine Idee. Da steht ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Ich glaube, der hat so Probleme mit Riesentypen. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Hey, da war ja gar keiner. Habe ich wohl halluziniert. Kid, ich glaube, mir reicht's mit dem Scheiß. Oh, mein Magen. Was ist das für eine rosa Flüssigkeit? Für meinen Magen. Das Baby hier hat mir schon öfters das Leben gerettet. Kann ich's mal ausborgen? Verpiss dich, Grünschnabel! Nee. Können wir... Auto. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur, weil so ein scheiß Wurm drin war. Ich hab das Loch geflickt, jetzt kann man's benutzen. Es wird nicht klappen. Können wir vielleicht mit dem Wurm irgendwas beim Feld nochmal anfangen? Wir hatten ja hier hinten das Feld. Das ist keine gute Idee. Dann vielleicht doch eher der Vogel vielleicht? Ich glaube zwar nicht, dass der Vogel uns irgendwas weiterbringt, aber hey. Wer weiß, ne? Von hier komme ich nicht ran. Ah, wir müssen noch mehr Kissen mit Bezug holen, oder wie? Kissen ohne... Na gut. Morgen können wir ja den Vogel geben, eventuell. Sag danke, Jake. Vergiss es. Lass mir doch nicht die Augen aushacken. Okay, wir haben ihm jetzt den Wurm gegeben. Entschuldigung? Kommen Sie schon. Ich brauch das Buch. Tut mir leid, mein Junge. Ohne Ausweis kann ich nichts für dich tun.
Es wäre einfach nicht richtig. Bitte machen Sie eine Ausnahme. Ich bin neu hier und die anderen machen es mir auch nicht gerade leichter. Sie können sich sicher noch an Ihren ersten Tag erinnern, oder? Kommen Sie, lassen Sie mal fünfe gerade sein, nur das eine Mal. Ich bin ganz allein hier und keiner will mir helfen. Deine Worte haben mich tief im Herzen getroffen. Und du hast recht. Dieser Ort kann ziemlich grausam sein. Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Ich glaube, Jake mag dich. Hier, du kannst das Buch haben. Und denk dran, Ball flach halten. Wenn das jetzt ein Tipp war, habe ich ihn nicht verstanden. Ansonsten... Danke, ja. Brooks. Werd's versuchen. Pferdekuchen? Was soll denn das sein? Egal. Oh, schick. 3-4 Eslöffel großer Wismut, okay. 4 Becher Dünger, 1,5 Stück Seife, 6 Becher Phosphor, 1,5 Becher Frittierfett. Holy Macaroni. Mit einem Häderdeckel drauf und ab dafür. Okay. Ja. Haben wir in der Küche irgendwas, was wir gebrauchen können, vielleicht? Nope. Haben wir jetzt vielleicht draußen wieder was, weil wir jetzt ein Buch geholt haben? Nö. Kann ich vielleicht Dusche, Raum? Momentan. Ja. Ich brauche nur ein Stück Seife, wenn Sie mich also entschuldigen. Ein Stück Seife? Da drin findest du mit Sicherheit keins. Es gibt keine Seife im Duschraum? Nein. Es gab da in der Vergangenheit Probleme. Verstehe. Stinken deshalb alle hier drin so? Weiß ich nicht. Aber Seife findest du nur an einem Ort. Im Loch. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Im Loch? Es geht dir doch um das Rektum von irgendjemanden, oder? Das hat man oft damit verglichen. Aber in Wirklichkeit ist das die Zelle für die Schlimmsten der Schlimmen. Sonst gibt's aber nirgendwo Seife. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss dieses Loch sehen. Können Sie mir da helfen? Was? Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Warum sollte jemand da freiwillig rein wollen? Ich mein's ernst. Können Sie mir das Loch nicht wenigstens einen Moment lang zeigen? Glaub mir, da willst du nicht hin. Also sind wir doch keine guten Freunde, was, Murray? Was muss ich machen, dass ich in dieses Loch komme? Ich sag ja, du musst was wirklich Schlimmes machen. Weißt du, hier gibt's ein paar strenge Regeln. Und wenn du einige von denen missachtest, dann wirst du ruckzuck ins Loch gesteckt. Sowas wie Drogenhandel, nächtliches Singen, gewalttätige Handlungen, FKK, nicht ausgewiesenen Stellen. Aber wenn du meinen Rat willst, machst du lieber keinen Ärger. Okay, ich versuche mir das zu merken. Danke für die Info, Murray. Sie kriegen auch was Schönes zum Geburtstag. Murray, Sie sind hässlich. Reicht das? Ich weiß, dass du das nicht so meinst, Junge. Mir ist voll auf bewusst, wie gut ich aussehe. Ja, blöder sexy Murray. Okay. Ich kenne das zwar nur aus Film und Fernsehen, aber... Tut mir leid, mein Freund. Nee. Autsch! Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. Ich wollte ihn eigentlich... Na gut, ja. Die meisten Frischlinge werden in der ersten Nacht fast wahnsinnig. Irgendeiner bricht immer heulend zusammen. Das passiert jedes Mal. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Man kann darauf Wetten abschließen, wie auf vieles andere auch. Ich hatte mein Geld auf Randy Hicks gesetzt. Okay, das ist also das berühmte Loch. Okay. Schritt Nummer 1, ein Stück Seife finden. Schritt Nummer 2, schnell raus aus diesem Scheißloch. Schritt Nummer 3, heim zum lieben Marconi.
Mein Gott, hätte nie gedacht, dass ich den stinkenden alten Arsch mal vermissen würde. Ganz kurz mal ein Thumbnail gemacht und wir nehmen erstmal den Schwamm. Den nee, Eimer? Ich muss gerade nicht. Okay. Ah, doch nicht mit bloßen Händen. Ich bin noch nicht im die Wand mit Fäusten bearbeiten Stadium. Aber das kommt sicher noch. Da ist ein Loch im Loch. Ich würde sagen, da lebt was drin. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Das Loch im Loch. Schätze, die schauen ja ab und zu mal nach mir. Schöne Sache. Eine verstärkte Tür. Okay. Ich habe gerade keine Lust, einen Tunnel zu graben. Nein. Ein Schwamm gegen Wand. Nein, hat sie mir keinen Scheiß. Oh. Hey, da steht was unter dem ganzen Dreck geschrieben. Ich hätte mir den mal angucken sollen, genau, warte mal. Die Wand hier ist nicht so dreckig wie die andere. Ah, ja, das sagt es noch. Jetzt ist die Wand zwar etwas sauberer, aber ich fasse sie trotzdem nicht an. Da steht, ich habe noch nie Berlin gesehen, weder vom Boden noch aus der Luft. Und beides will ich noch tun, ehe der Krieg zu Ende ist. Okay. Da steht beides... ein Brecheisen ins Loch? Nein, okay. Ein Schlauch ins Loch? Okay, das werde ich falsch an. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Okay, ja, passt dann. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur weil so ein es gibt... Das wird... Lieber nicht. Nee. Ist nur ein Eimer mit Wasser drin. Und so wie es aussieht, auch mein Klo. Okay. Ja, jetzt stecken wir hier im Loch. Kann ich mit dem rechnen vielleicht? Ich habe gerade keine Lust, ein Tunnel... Hab verstanden. Und damit vielleicht... Ich habe gerade... Okay. Meine Güte. Was hat er denn mit seinem Tunnel immer? Schlau. Ah, nur eine blöde Zeitschrift. Wenn du das für eine... meine Tür? Ist schon offen. Ist schon offen. Hallo? Ah. Ist da jemand? Hört mich denn keiner? Hallo? Hallo? Ruhe, Gefangener! Hör auf zu schreien! Murray? Halt die Klappe! Was soll der Aufstand? Ich ahne ein gerüttelt Maß an Ablehnung in Ihrer Stimme, Murray. Meine Sympathie für dich hat sich in dem Moment verflüchtigt, als du mir die Flasche über den Kopf gezogen hast. Ach, kommen Sie, Murray. Seien Sie nicht so. Das war eine Ausnahme. Das passiert nie wieder. Ich schwör's. Natürlich nicht. Das Loch wird dich schon zur Vernunft bringen. Wie bitte? Nach einer Weile da drin lernt man benehmen. Was genau heißt denn eine Weile? Eine ganz schön lange Zeit. Dein Vergehen war schwerwiegend. Das Loch wird dir Manieren beibringen. Murray, hier drin stinkt's. Das Loch wird nicht geputzt. Ach so. Und was sagt die Gewerbeaufsicht dazu? Naja. Das Loch. Das Loch. Soll mir das Angst machen, dass Sie immer das Loch sagen? Dir ist noch gar nicht klar, in was für Schwierigkeiten du steckst. Du steckst im Loch. Nichts wird sein wie vorher. Leute kommen da rein und das Loch zerstört ihre Seelen. Du hättest keinen Ärger machen sollen. Okay, okay. Wissen Sie, eigentlich sollte hier ein Stück Seife drin sein. Keine Seife da? Oh Mann, ich rufe den Hausmeister an und lass ihn eine herbringen. Murray... Ich bin mir ziemlich sicher, das hier geht nicht gerade als riesig durch. Dann muss ich dir leider sagen, dass du wohl ohne Seife klarkommen musst. So läuft das hier im Loch. Sagen Sie nicht immer Loch. Oder geben Sie mir wenigstens die scheiß Seife. Tut mir leid. Keine Seife für die Gefangenen, die mir eine Flasche über den Schädel ziehen.
Ach, darum geht's also. Wissen Sie was? Das hätte man ja von jedem erwarten können, aber von Ian Murray. Der Murray, den ich kannte, war nie so nachtragend. Da, nun, ich... Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, junger Mann. Hey, lass das, Gefangener. Verdammt, war so nah dran. Murray, das mit der Flasche tut mir leid. Wann darf ich denn wieder raus? Entschuldigung angenommen, aber das wird es für dich nicht angenehmer machen. Ach, kommen Sie. Sagen Sie mir wenigstens, wie lange ich hier festsitze. Junge, du steckst im Loch. Und da wird dir auch nicht gesagt, wie lange. Tatsächlich bleibst du noch ein paar Stunden länger drin als geplant. Vielleicht kommst du morgen raus oder Donnerstag. Aber ganz sicher wirst du heute keine frische Luft mehr atmen. Murray, Sie wissen ja gar nicht, was Sie anrichten. Das ist lebenslänglich für mich. Das können Sie nicht machen. Willst du mich herausfordern? Du bleibst da drin, bis ich entscheide, dass es reicht. Verdammt, Murray, ich erkenne Sie ja gar nicht mehr. Seit wann sind Sie denn so fies? Haben Sie denn die arme Ente aus dem Park vergessen? Hey, woher weißt du das? Ich weiß, dass damals ein wahrer Held vor mir stand. Aber sie kenne ich gar nicht mehr. Du lügst. Tu ich nicht. Ich sah einen jungen Polizeibeamten mit einer glänzenden Zukunft, der alles riskierte, ein Leben zu retten. Aufhören! Dieser Mann, wie ein Superheld, der nicht wusste, welche Kräfte er entfalten kann, drückte dem armen Vieh den Brustkorb ein. Viele würden sagen, dass hier nur eine weitere arme Seele unter dem grausamen Stiefel der Gesellschaft zermalmt wurde. Aber nicht Sie, Murray. Sie doch nicht. Das reicht! Sagen Sie, Murray, wo ist dieser Held geblieben? Was ist mit ihm geschehen, Murray? Dieser Held starb zusammen mit der Ente. Genieß deine Strafe. Murray? Heulen Sie? Natürlich nicht. Es ist schon okay, Murray. Sie können mir vertrauen. Lassen Sie es einfach raus. Abgelehnt. Gefangene im Loch müssen physisch wie psychisch gebrochen werden. Das sind nur mal die Regeln. Na gut, Murray. Ich will nur, dass Sie wissen, dass Sie für mich immer ein Held sein werden. Danke. Alter, hab ich gerade ihn gebrochen? Ich hab ihn schon fast. Im Ernst, ich brauch die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem nicht. Das Loch ist sauber. Murray. Hey, Murray. Ich glaube, da hat jemand eine komische Nachricht hier auf der Wand hinterlassen. Du meinst, eine Art Geheimbotschaft? Ja, so in der Art. Von einem Virgil Hills unterschrieben. Hey, hat den nicht Steve McQueen in The Great Escape gespielt? Oh, das. Ja, wir hatten mal einen Gefangenen, der total auf den Film abgefahren ist. Er machte immer absichtlich irgendwelchen Ärger, damit wir ihn hier einsperren. Und dann hat er stundenlang mit diesem blöden Ball gespielt. Was für ein Irrer. Und was ist aus dem geworden? Nun, Sleazy hat ihm wohl ein Motorrad besorgt. Also, er ist ausgebrochen, genau wie im Film? Ja, und genau wie im Film hat er das Motorrad in einen Stacheldrahtzaun gesetzt. Aber im Gegensatz zu Steve McQueen hatte er keinen Stuntman. Er ist dabei draufgegangen. Tolle Geschichte. Hätte auch gern einen Ball. Würde alles viel erträglicher machen. Er hat den Ball dagelassen. Willst du ihn haben? Echt? Das würden Sie für mich tun? Wenn du dann eine Weile Ruhe gibst. Hier, bitte. Okay, da haben wir den Ball. Kann ich dann vielleicht mal mit dem Ball da das Loch? Ich denke nicht, dass das klappt. Okay. Ballwand. Ein paar Stunden später. Okay. An Wänden scheint ja im Knast gespart zu werden. Hm. Bin ich Hulk oder was? Okay, ich hab schon verstanden. Mit der Brechstange. Ich weiß nicht, was hinter dieser Wand ist. Da könnten ja irgendwelche Starkstromkabel verlegt sein oder so. Ich lasse es lieber. Okay, Irgendwie weckt das Brecheisen ungute Erinnerungen. Ich könnte es glauben. Nein, okay. Brechen? Ich weiß nicht, was hinter dieser Wand ist. Okay, vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Ball hier rumspielen.
Nee, oder? Ist das jetzt? 3 und jetzt wird wieder ausgeblendet, ein paar Stunden später. Okay. Der Ball macht Risse in die Wand. Ich bin immer noch nicht der Hulk. Okay, schon gut. Dann nochmal mit dem Ball. Ein paar Stunden später, aber das hat schon vorher gescheppert, okay. Super, jetzt habe ich die Wand zerbröselt. Wand mit Loch. Echt jetzt? Also machen wir nicht mit dem Ball weiter? Ja klar, bin ich Hulk oder was? Eine ziemlich große Mutter, die kriege ich mit bloßen Händen nicht lose. Also jetzt hätte aber Rufus von Deponia was anderes gesagt mit der Mutter. Oh Gott. Lieber nicht. Oder gibt hier auch irgendwelche Mutterwitze? Ich denke nicht, dass das klar... Ja! Hey, sieh mal einer an. Hab wohl meinen Zellengenossen gedünstet. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Oh Gott, gekochte Ratte. Nein. Wie böse. Kann ich nochmal? Jetzt sehe ich ein Rohr. Da muss ich nicht mit dem Ball weitermachen. Okay. Das ist heiß. Das war ein Rohr hinter der Wand. Kann ich vielleicht am Rohr noch was? Nein, okay. Kann ich hier vielleicht... Da war eine Ratte in dem Loch. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Kann ich jetzt vielleicht mit... Nein, okay. Ah, Leute, was kann ich denn machen? Jetzt sehe ich ein Rohr. Da muss ich nicht mit dem Ball weiter. Schätze die... Mary, ich... Im Ernst, ich brauche die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem. Okay. Es gibt keinen Grund, das zu machen, okay. Schwamm? Das muss ich nicht, okay. Es wird nicht klappen. Oh. Wenn du das für eine... Ah, schade. Wenn du das... Es gibt keinen... Nee, ich muss gerade nicht. Kann ich das vielleicht mit der Tür? Ich glaube. Oder das hier mit dem Türschlüssel? Es gibt kein... Das hier vielleicht mit? Das funktioniert. Okay, also irgendwas müssen wir definitiv mit der Tür und so machen. Das geht. Oh, aber da... Ich gebe mir den Rohr noch nicht auf, also... Da muss nichts gemessen. Das war ein Rohr hinter der Wand. Ja, gut. Was machen wir jetzt mit dem Rohr? Außer die Mutter abschrauben, die Ratte zu killen, auf gut Deutsch. Ich glaube nicht, dass das... Ah, warte mal. Es gibt... Okay, das hatten wir auch schon anscheinend. Das... Es gibt... Oder... Es gibt kein... Ach, ich habe keine Ahnung. Ja. Da bringt uns auch nichts weiter. Können wir das vielleicht mit dem Rohr? Das wird nicht klappen. Okay. Können wir vielleicht mit dem Ball gegen die andere Wand und dann runter? Ich denke... Okay. Das stecke ich nicht in den Eimer. Okay. Die Ratte vielleicht? Deine Freunde werden dich immer in Ehren halten, aber nun verrotte. Ah, okay. Ah, 2 Tage angeblich. Holy shit, Leute. Verdammt, hier drin riecht's nach Gammelfleisch. Und ich bin's nicht, das schwöre ich. Hey, Mary, kommen Sie mal her. Ich weiß, dass Sie noch da sind.
Was gibt's, Gefangener? Hier stinkt's. Das ist unmenschlich. Kommen Sie. Sie müssen was unternehmen. Na, ich finde, es riecht gar nicht so schlimm. Aber hier hast du etwas Seife. Reib sie dir. Du weißt schon, wohin. Ah, das reicht nicht. Ich muss hier raus, Murray. Abgelehnt. Der Geruch ist etwas unangenehm, das gebe ich zu. Aber das hier ist kein Wellnessurlaub, mein Freund. Da wirst du wohl mit klarkommen müssen. Verdammte Scheiße! Tja, und ich würde sagen, wir kommen erst beim nächsten Mal raus hier. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Servus. Haut rein. Und ciao.